Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Der Troll wartet noch auf uns. Um dem einen Pfeil in den Arsch schießen. Upp. Ich glaube, er ist erschrocken. Nee, war das der Arsch? Ja, ich glaube, er hat sich in dem Moment rumgedreht, oder? War sein fetter Wanst vorne dran. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist doch gut. So, ein Pfeil noch. Ein bisschen Vergiftung, oder? Reicht es? Wird es reichen? Es reicht nicht. Und keine Ausdauer mehr. Ach, Menno. Bumm. So, mein Freund. Gib mir Münzen. Gib mir Münzen. Jetzt kommt ihr an zur Verstärkung. Ist klar. Hat er Münzen gegeben? Ist jetzt gar nicht gesehen. Wir haben auf jeden Fall 24 einstecken. Glaube schon. So, er ist finito. Lasst mal schauen. Wir wollen hier die Insel noch ein bisschen erkunden. Wird sowieso wieder nichts, ich bin mir hundertprozentig sicher. Und dann machen wir mit dem Boot hier unten weiter. Genau, und dann war der Plan ja eigentlich hier unten lang, dann wieder hier. Also was heißt wieder? In die Gegend da unten rechts zu kommen oder südöstlich. Besser gesagt. Irgendwann werden wir ihn finden. Es muss einfach. Ja, ich habe letzte Folge vergessen, den Kommentar einzublenden. Sorry an der Stelle. Hole ich jetzt nach. Und ich hatte auch noch einen Kommentar. Ich dachte mir das schon, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall mehrere Händler auf der Welt. Ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen belesen zu. Danke erstmal für den Tipp. Dass es auf jeden Fall mehrere Händler gibt, aber man sozusagen nur einen finden kann. Sobald man den einen gefunden hat, sind die anderen dann, glaube ich, weg. Aber dann verstehe ich trotzdem nicht, wie das so schwer sein kann, den zu finden. Können gleich mal noch Lebensmittel reinhauen. Obwohl die noch 7 Minuten halten, aber die Ausdauer ist gefühlt irgendwie schon wieder völlig im Keller. Ja, da frage ich mich, warum das so schwer ist, den Typen zu finden. Wenn ich ihn mal gefunden habe, dann werde ich ganz bestimmt mal auf die Karte gucken. Wo sich die anderen hätten befunden. Und ich wette mit euch, die wären immer genauso gefühlt einen Meter daneben gewesen, wo ich mit dem Schiff langgefahren bin. Bin ich echt mal gespannt. Wir waren bestimmt schon tausendmal voll nah dran und es hat nur so gefühlt ein, zwei Meter gefehlt, die ich hätte weiter links oder weiter rechts sein müssen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also so viel, wie wir hier schon erkundet haben. Aber naja, ich will mich auch nicht beschweren. Es soll eine Herausforderung sein. Und umso größer ist die Freude, wenn wir ihn finden. Ich habe aber auch schon wieder ziemlich Bock weiterzubauen. Komm, kleiner Hirsch, du darfst heute überleben. Achso, wir sind nass, deswegen ist auch gerade die Ausdauer so bad. Ja, auf jeden Fall, wenn wir ihn gefunden haben, ich hoffe es einfach, ich werde es jetzt keine 20 Folgen lang ziehen, aber ich sag mal, ein paar Folgen möchte ich schon noch suchen, bevor wir das hier wieder abbrechen. Wenn wir ihn gefunden haben oder auch nicht, dann freue ich mich definitiv drauf, weiter an unserem Haupthaus zu bauen. Fassade steht ja schon mal, zumindest von einer Seite. Dann können wir den Rest noch machen. Bin noch am Überlegen, wie wir die Säulen machen, also im Haus, die dann das Dach stützen. Ob wir da vielleicht doch Steinsäulen hochziehen oder ob das irgendwie doof dann aussieht, so im Haus drin. Oder ob wir Rundholzbalken nehmen. Oder, also ich glaube, Rundholzbalken wird halt nicht reichen, weil das Dach schon relativ hoch ist. Entweder müssen wir die verstärkten Pfosten nehmen oder wir nehmen Steinsäulen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, das müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Boah, wie viele sind denn hier unterwegs? Den können wir hier registrieren. Den uralten. Okay, ja, geht auch raus aus der Ansicht. Hey, wir sind voll. Ne, die Distel will ich nicht liegen lassen. Jetzt müssen wir uns erstmal... Wahnsinn, was ist hier los? Kommt schon. Weg mit euch. Aua. Kam hier noch schön gerade ein Vogel vorbeigeflogen. Wollte sich mal angucken, was ich hier treibe. So, was können wir mal wegschmeißen? Karottensamen haben wir eigentlich genug. Ja, gut. Dann können wir eigentlich auch weghauen. Ne, wo...
Wo ist es hin? Hier ist sie. Weg mit dem Stein. Gib mir die Distel. Hä? Hatten wir doch schon im Inventar. Gewichtstechnisch waren wir auch nicht voll. Warum hat das gerade nicht aufgenommen? Naja. Wir lassen den Stein jetzt trotzdem liegen. Bei dem Wetter kann das gar nichts werden mit Händler finden. Ich denke, man findet den nur bei purem Sonnenschein zwischen 9.30 Uhr und um 10 Uhr. Viel Zeit. Wahrscheinlich nur mit ganz frischen Lebensmitteln im Bauch. Ah, ist doch ganz schön groß, die Insel. Hätte ich gar nicht gedacht. Die sah am Anfang so aus, als würde die gleich wieder zu Ende sein. Da haben wir definitiv die Folge doch mal ein bisschen was zum Erkunden. Ich bin auch am Überlegen, wenn wir vielleicht wieder beim Boot angekommen sind, würde ich nochmal fix zu den, also nach Hause machen, dann in die alte Basis teleportieren und zu diesen Opfersteinen. Ich sag mal, gerade für sowas hier wäre der Eiktür-Skill eigentlich ziemlich genial. Dann kommen wir schneller voran. So, ich hau jetzt trotzdem Lebensmittel rein. Die Ausdauer geht mir ein bisschen auf die Nerven. Boah, wie viel sind denn hier unterwegs? Vor allem immer gleich so eine riesen Bande, aber ihr habt eine Kiste. Boah, die Ausdauer, ne? Gib mir erstmal die Blaubeeren. Ist doch gut. Kommt mal alle auf einen Haufen, bitte. Printen auf 69. Geil. Ja, ist in Ordnung. Was hab ich euch getan? Würde ich gern mal wissen. Dass ihr so sauer seid auf mich. Ja, ich klaue euch ein paar Blaubeeren, aber... wächst doch alles wieder nach. So. Na gut, es ist halt der Regen noch die ganze Zeit dauerhaft nass. Alles nicht so geil. Ein ganz schöner Wellengang. Wir dürfen nicht so nah ans Wasser. Boah, da hinten geht es immer noch weiter, oder ist das eine andere Insel? Ja, ich glaube, wir kommen rüber. Ja, kriegen wir hin. Also echt riesig hier. Dann laufen wir nachher den Weg auf der anderen Seite wieder zurück. Dann bist du so blau? Ach so, weil du Stufe 2 bist. Da kommen Ebenen. Erstmal ein paar Meter wieder zurück. Gerade so mit 0 Ausdauer oder 4 Ausdauer, wie wir gerade hatten. Nicht ganz so geil. Ist doch gut. Ja. Wir haben halt gerade auch eine schlechte Kombi. Wir haben halt viel zu viel Leben und zu wenig Ausdauer. Wir müssten eigentlich was anderes futtern. Hab jetzt einfach wahllos in mich reingefressen. So wie ich das auch im richtigen Leben mache. So, da drüben ist noch so ein kleines Häuschen. Die hauen sich dort, aber da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Ein Skelett. Hallo. Ist hier irgendwo ein Dungeon? Aua. So, da haben wir noch ein paar Blaubeeren. Gut, also hier vorne kommen Ebenen. Ja, hier ist der Dungeon. Hier vorne kommen Ebenen. Dann können wir hier auf der Seite wieder zurück machen. Und machen uns dann, wenn wir die Insel einmal umrundet haben, wieder aufs Boot. Und ziehen wieder traurig davon. Ja, aber den Och, der nächste. Kannst du dich vielleicht mit den Grauzwergen kloppen? Wäre das in Ordnung für dich? Frag ja nur. Wir müssen nicht ganz so nah am Ufer laufen. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich einen Troll hinter mir habe. Weil dann decken wir immer relativ viel Wasser mit auf. Ich glaube, das ist nicht so Sinn und Zweck der ganzen Geschichte hier. Wir müssen ein bisschen weiter hier drüben laufen. Dann decken wir auch mehr vom Festland mit auf. Ja, vielleicht so, dass wir so einen ganz kleinen Schmal haben, dass wir wissen, dort ist Schluss.
auf der Karte. Also da kommt's Wasser. Ich denke, so ist das doch bestimmt ganz gut. Wie weit müssen wir noch? So, wir laufen gerade in die Richtung. Nein, ich habe keine Ausdauer. Ach, weißt du, wir können den eigentlich auch im Nahkampf besiegen. Dann bringen wir den einmal zum Taumeln. Dann sind wir den auch schneller los. Komm, bam. Bam. Treff halt immer. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer. Ah. Au, au, au. 12 Schaden. Übertreib's nicht. Ja, genau, hau die und ich hau dir einen in den Arsch. Oder auf den Sack, wenn du es so möchtest. Du hast dich rumgedreht. Ach, Manu. Ich treffe hier die ganze Zeit noch irgendwelche Krautzwergen mit und mach dem nicht den vollen Schaden. So, jetzt haben wir es doch. Du auch noch weg. Ist jetzt mal gut. Bam. Ist noch einer auf dem Arsch. Ih, ich war an seinem Arsch. Nicht so geil. Vielleicht habe ich ja ein paar Münzen drin. Ja, ich habe Münzen drin gefunden. Och Mensch, ist doch mal gut da oben. Was ist denn hier los? Ich will hier einfach nur in Ruhe mal über die Insel laufen. Vielleicht haben die Angst, dass ich den Händler finde. Die Kurse nach oben treibe. Aber disteltechnisch hat es sich gelohnt. Da haben wir mit denen hier unten jetzt schon 27 zusammen. Vor allem auch überall diese Stufe 2 Typen. Geht doch weg. Kein Bock auf euch. Ja, ja, wo sind wir denn? Hier. Also wir sind echt viel gelaufen vom Portal aus. Kam mir gar nicht so lange vor. Die Insel ist anscheinend wirklich riesig. Jetzt ist halt die Frage. Sollten wir lieber dann nochmal hier langlaufen? Wie groß ist der Radius? Aber ich denke mal, die 2 Kilometer werden schon ein kleines Stück groß sein. Ein kleines Stück groß sein, auch geil. Also ich denke jetzt nicht, dass der hier steht und wir ihn von hier nicht entdecken. Dann wäre das ja echt mega schwer gemacht vom Spiel. Wenn man da wirklich jeden Millimeter erkunden muss. Wir laufen jetzt, oh hier ist auch wieder voll viel vor allem immer. Ein bisschen gefährlich zum Abbauen. Ja, wir laufen vielleicht hier wieder hoch. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das passt. Ach, hier ist Sumpf. Na, Sumpf braucht man nicht. Ja, ist halt die Frage, wollen wir es trotzdem erkunden? Einfach nur, damit es auf der Karte am Ende schöner aussieht. Nein. Einfach nur, damit es auf der Karte am Ende schöner aussieht. Weil sonst haben wir hier überall immer so angefangene, naja, du weißt schon, so eine Strichellandschaft. Vielleicht nicht so cool. Frisst halt allerdings aber auch wieder viel Zeit. Vielleicht heben wir uns das für später mal auf. Wir jetzt vielleicht wirklich nur so über die Insel rennen, dass wir irgendwie versuchen, den Typen halt zu finden und uns vielleicht später nochmal Zeit nehmen und alles genauer erkunden, dass es am Ende auf der Karte auch alles aufgedeckt ist. Ist vielleicht sinnvoller. So. Mit O. Das ist wieder Sumpf. Brauchen wir nicht. Können wir auch ein kleines Stück weiter links laufen. Dann decken wir nicht ganz so viel Sumpf mit auf. Noch eine Trollhöhle. Weiß nicht, vielleicht steht hier noch eine Kiste drin. Das kann ja nicht sein. Ich laufe die ganze Zeit im normalen Tempo. Ich renne nicht mal. Trotzdem bin ich hier dauerhaft leer, was die Ausdauer angeht. Ne, hier ist nichts mehr. Die lassen halt gefühlt auch gar nicht mehr los. Mittlerweile ist eine richtige Armee hinter uns. Disteln, Disteln. Her mit euch. Ja, es ärgert mich wirklich, dass ich in dem Twoggerdorf den Spawner kaputt gemacht habe. Das wäre so geil gewesen. Einfach schnell Portal hin, paar Twogger zusammenkloppen, wieder ein paar Innereien haben nach Hause. Aber wir werden hoffentlich schon noch einen finden. Der war ja auch anscheinend, es war ja im Dunkelwald, Grasland. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall nicht im Sumpf.
Lest mich nochmal zu den Dörfern. Ob die immer in anderen Biomen vorkommen als in dem, wo die eigentlich zu Hause sind. Ich glaube, wir sind gleich wieder am Boot. Ja, ein kleines Stückchen haben wir noch. Muss man bloß mal schauen, ist hier. Das ist alles noch dunkler Wald. Ja, war schon irgendwie klar. Wir finden den Typen nicht. Das ist eigentlich auch die falsche Einstellung. Wir müssen anders rangehen an die Sache. Wir werden den finden. Wir finden ihn heute. Naja, gut. Wir haben noch 4 Minuten. Wir finden ihn morgen. Ja, ich muss unbedingt wieder Marmelade fressen. Wir haben jetzt hier ein Gesundheitslebensmittel, hier ein Gesundheitslebensmittel. Und hier Ausdauer. Das ist echt keine gute Kombi zum Erkunden. Lieber eine Marmelade rein. Statt den Würsten oder der Suppe. Und den IQ-Skill noch geholt. Dann wären wir viel, viel schneller hier durch. Pardon, hab nicht so weit gedacht. Machen wir nächste Folge besser. Ach, geh weg. Ach komm, ich war schon längst rausgesprungen. Der hat mich trotzdem erwischt. Gibt's doch nicht. Aber es macht auf jeden Fall auch mal wieder Laune. Einfach so ein bisschen rumrennen, ein paar Bären und Disteln sammeln. Und hoffen, dass es irgendwann soweit ist, den Guten zu finden. Dann haben wir mittlerweile schon wieder 40 zusammen. Das ist geil, da können wir die ganzen Vorräte jetzt auch mal auffüllen. Das wird ja, also, es wird bestimmt noch ein paar Folgen dauern, nehme ich an. Und dann können wir da schön alles einsammeln. So, wie weit geht's denn jetzt hier drüben noch? Da ist doch Wasser. Brauchen wir nicht nochmal extra hinrennen. Ja, da können wir unsere Vorräte wieder ganz gut auffüllen. In den nächsten Folgen. Hier geht's auch noch ganz schön lang. Na gut, hier oben war Sumpf. Vielleicht geht die Insel wirklich bis hier. Ein kleines Stück haben wir noch. Möchte die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Gibt's aber auch viele Bären. Ist ja Wahnsinn. Oh nein, wir können sie... Doch, wir können sie aufnehmen. Wir müssen zeitnah trotzdem mal... wieder Platz im Inventar schaffen. Zumindest ist hier auf der Ecke der Insel etwas ruhiger. Ah, ich hätte es nicht sagen sollen. Ach, na klar. Ach, natürlich. Gleich von jeder Sorte einer. Berserker, Schamane, normale Typen. So, aber es regnet nicht mehr. Die Nässe müsste gleich vorbei sein. Dann kommen wir vielleicht auch etwas schneller wieder voran. So, ich bin schon wieder viel zu nah am Wasser. Ich mache jedes Mal dieselben Fehler. Was kommt denn jetzt hier vorne? Sieht auf der Karte aus wie Ebenen. Das sind keine Ebenen. Das Ebenen? Doch, das sind Ebenen. Weg mit euch. Möchte ich nicht. Oh Gott, hat er mich gerade erschrocken. Der dritte Troll auf dieser Insel hier. Ist gut. Ach Menno, ich dachte, wir haben hier noch ein Stück zum Erkunden. Und haben vielleicht doch noch Glück. Aber leider in nur Ebenen. Leuchtet hier oben? Könnte das eine Distel sein? Ja! So, wie sieht's denn aus? Wir sind fast wieder am Boot. Eigentlich so den Kurs jetzt beihalten. Wir können nochmal einen kleinen Schlenker gen Westen machen. Wenn wir hier noch eine etwas größere Lücke haben. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann geht's zum Boot zurück. Dann müssen wir uns definitiv erstmal nach Hause teleportieren.
inventarlos werden oder Platz schaffen und den Eigtür-Skill holen, dass wir in den nächsten Folgen da ein bisschen schneller vorankommen. Wir sind leider schon wieder am Ende angelangt. Mal wieder ohne Erfolg. Hey, wer hätte es gedacht? Und ja, dann gucken wir mal, wie es nächste Folge wird. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.